Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Pinsel in der Hand, das heißt, heute geht's ums Aquarellmalen. Ich habe vor kurzem einen Auftrag bekommen, einen schwarzen Pudel zu zeichnen bzw. zu malen. Und diejenigen von euch, die schon mal schwarzes, lockiges Fell gezeichnet haben, die wissen, wie schwierig das sein kann. Aber es hat dann doch ganz gut funktioniert und deswegen möchte ich euch gerne den Prozess davon zeigen. Benutzt habe ich einmal die Pinsel hier von Da Vinci, die Casaneo und die Nova-Reihe. Und meine Aquarellfarben waren die hier von Schminke. Das ist die kleine Travelbox. Die reicht eigentlich für mich persönlich vollkommen aus, weil man die Farben super gut mischen kann. Und zusätzlich habe ich dann noch eine kleine Tube Gouache benutzt für die Highlights. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich beginne hier mit der Nass-auf-Trocken-Technik. Das heißt, ich nehme in meinem Fall ganz stark verdünnte Farbe und male da schon mal die warmen und die kalten Farbflächen ein. Das heißt, die warmen Bereiche, die habe ich schon mal in Braun eingezeichnet und die kühlen Stellen im Fell mit Blau. Und da das Fell schwarz ist, reflektiert es sehr stark die Farben in der Umgebung. In dem Fall ist es vermutlich das Blau vom Himmel und ich blende euch hier gleich mal das Referenzfoto ein, dann seht ihr, was ich da meine. Es ist generell so, wenn ihr schwarzes oder auch weißes Fell malt, dann scheut euch nicht, da eine Menge andere Farben zu benutzen als die eigentliche Fellfarbe. Das lässt das Bild dann gleich viel natürlicher und realistischer wirken. Ich habe dann in der Nass-in-Nass-Technik weitergearbeitet. Das sieht man ganz gut hier im unteren Bereich, wie das Schwarz in das feuchte Papier ausläuft. Und dann gehe ich aber gleich über zu den Augen, weil ich einfach jedes Mal so eine Panik habe, dass ich da irgendwas falsch mache. Und die Augen sind einfach das Wichtigste in einem Porträt, finde ich. Ich finde, da sieht man einfach den Charakter des Tiers und das spiegelt so ein bisschen die Seele wieder. Deswegen ist es mir so wichtig, da bloß keine Fehler reinzumachen. Ich denke, das wird dann trotzdem noch wie ein realistischer Pudel aussehen, aber dann wahrscheinlich nicht ganz so wie der Pudel des Kunden, der jetzt den Auftrag gegeben hat. Deswegen tue ich da wirklich alles dafür, dass die richtig aussehen. Ich benutze hier jetzt ein bisschen Küchenpapier, um das überschüssige Wasser aufzusaugen. Und das ist übrigens eine richtig gute Idee, euch eine Rolle Küchenpapier vor dem Malen neben eure Aquarellfarben zu legen, damit ihr das dann gleich zur Hand habt, wenn ihr es braucht und nicht so wie ich, die immer wie so eine Gestörte in die Küche rast, bevor der Fleck trocknet. Ich sag's euch, da zählt wirklich jede Sekunde und man kann damit nicht nur Wasser aufnehmen oder kleine Fehler ausbessern, sondern ihr könnt damit auch richtig gut leichte Lichteffekte setzen in der noch feuchten Farbe. Und wie hier jetzt auch, ist es zu Beginn eigentlich normal, dass das Bild noch ziemlich beschissen aussieht oder ja, zumindest ein bisschen seltsam. Es wird immer so Stadien geben im Bild, wo es einfach ein bisschen komisch aussieht, aber wichtig ist dann einfach dran zu bleiben, weiterzumachen, weitere Schichten aufzutragen und es wird dann irgendwann besser werden. Mir geht es total oft so, dass ich denke, das wird nichts oder ehrlich gesagt bei jedem Bild und ich denke, das landet jetzt gleich in der Tonne, aber die Erfahrung zeigt, dass wenn man dran bleibt und weitermacht, dann wird es irgendwann besser und dann seid ihr bestimmt auch irgendwann zufrieden. Also mir geht es auf jeden Fall so. Wenn ich mal durch diese Ugly Stage durchgehe und da weiter Farbe auftrage, dann komme ich doch irgendwann mal zu so einem Punkt, an dem ich denke, okay, jetzt sieht es doch ganz cool aus und dann ist es auch einfach wieder motivierender und macht wieder mehr Spaß, noch mehr Schichten aufzutragen, weil man dann sieht, dass sich da endlich mal was tut und es langsam besser aussieht. Beim Aquarellmalen ist es dann auch sehr wichtig, dass ihr immer von hell nach dunkel arbeitet. Das ist richtig schwierig, dunkle Stellen nochmal aufzuhellen. Also das geht, wenn es getrocknet ist, dann nochmal mit ein bisschen Wasser, aber da kann es schnell passieren, dass sich dann unschöne Ränder bilden und das Papier beschädigt wird. Besser ist es, die Farbe, solange sie noch feucht ist, mit einem Stück Küchenpapier aufzusaugen. Oder ansonsten hilft am Ende dann eventuell noch ein bisschen Gouache, was ich dann auch noch benutze, um
ja, kleine Fehler auszubessern und zum anderen noch mal richtig stark die Highlights rauszubringen. Und eigentlich ist es beim Aquarell so, dass man die weißen Stellen ja weiß lassen sollte. Also das Weiß des Papiers sollte dann durchscheinen. Deswegen gibt es auch selten weiße Aquarellfarbe. Also manche Farbkästen, die haben eine weiße Aquarellfarbe drin, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die bringen soll. Man sieht es einfach nicht und sie deckt nicht, und deswegen, wenn ihr Weiß noch am Ende zusätzlich aufbringen wollt, dann geht es viel besser mit Gouache oder mit einem weißen Gelstift zum Beispiel. Weiße Acrylfarbe, das geht auch, damit sollte man aber vorsichtig sein, weil viele Acrylfarben, die trocknen glänzend und das wird sich dann von der Aquarellfarbe ziemlich stark abheben, die ja eigentlich sehr matt ist. Oder ja, die eigentlich komplett matt trocknet, und deswegen funktioniert das mit Gouache einfach am besten, weil die auch sehr matt trocknet. Und eine weitere Möglichkeit ist noch Rubbelkrepp. Dazu mache ich mal ein Video, wie man das einsetzen kann, und dazu könnte ich generell mal ein Video machen, wie man in Aquarell weiße Stellen ausspart oder hinterher nochmal weiß hinzufügen kann. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, falls euch so ein Video interessiert, und ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefällt, und meinen Kanal abonniert oder sonst auch gerne andere Kommentare drunter schreibt, was ihr von dem Video haltet, oder wenn ihr Vorschläge habt für neue Videos, was ich euch zeigen soll, dann schreibt es doch auch sehr gerne mal in die Kommentare. Das Papier, das ich hier benutze, ist das Britannia von Hahnemühle in 300 Gramm pro Quadratmeter. Ich finde es für mich immer sehr wichtig, dass es mindestens 300 Gramm sind. Wenn es dünner ist, dann wälzt sich das oft viel zu stark, wenn man mit Aquarellfarben draufmalt. Vor allem, wenn ihr sehr nasse Techniken benutzt, da hilft dann auch das Abkleben am Rand nichts mehr, finde ich. Die Farben sind, wie gesagt, die von Schminke. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, falls ihr Anfänger seid, wenn man erstmal nur wenige Farben hat. So lernt man eigentlich ganz gut, wie man die anmischt. Aber klar, wäre es natürlich auch nice, mal einen größeren Farbkasten zu haben und eine größere Farbauswahl. Mir ist es nur bei Aufträgen immer so wichtig, qualitativ hochwertige Farben zu benutzen, die vor allem auch lichtecht sind und lange halten. Und ja, deswegen musste jetzt eben die kleinere Box hierher halten. Aber wenn jemand von euch Erfahrungen hat mit anderen Aquarellfarben, die auch eine gute Qualität haben oder vielleicht ein bisschen günstiger sind, dann sagt mir doch gerne auch Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich vielleicht mal die bestellen und würde dann auch ein Video dazu machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den White Nights Aquarellfarben gehört habt. Die sind, glaube ich, aus Russland und die sollen anscheinend ziemlich gut sein. Und die sind auch ein bisschen günstiger. Vielleicht kaufe ich die mir mal und probiere die dann zusammen hier mit euch aus. Hier kommt zum ersten Mal Gouache zum Einsatz.
Ich habe da einen kleinen Klecks auf meine Palette gegeben. Ihr seht, das ist sehr, sehr wenig, aber damit kommt man richtig weit. Also es hat auch locker für das gesamte Bild gereicht. Und das Tolle an Gouache ist auch, dass ihr sie später auf eurer Palette trocknen lassen könnt und sie für das nächste Gemälde nur mit ein bisschen Wasser wieder aktivieren könnt und dann wieder neu benutzen könnt. Ich beginne da jetzt schon mal die Highlights auszuarbeiten und gehe dann auch immer wieder nochmal mit Farbe drüber und nochmal mit Gouache und das abwechselnd noch ein paar Mal bis zum Ende. Aber hier hatte ich jetzt das Gefühl, ich sollte schon mal beginnen, um eine bessere Orientierung in meinem Pudel zu haben. So, genug gelabert, den Rest zeige ich euch jetzt noch als Speedpainting und wir sehen uns zum Schluss nochmal. Thank you.
das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr gerne ein Like da oder einen Kommentar. Beim nächsten Mal wird es um eine meiner Süchte gehen. Ein Indiz dafür habt ihr schon mal da hinten. Ich glaube, das ist eine Art von Sucht, die viele Künstler kennen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin habt eine gute und kreative Woche und wir sehen uns. Tschüss!